So, Hallihallöchen, wir sind wieder bei Let's Ride Trackmania United Forever und wir machen heute die letzte Sache und das heißt in diesem Teil, dass wir eine Strecke selbst machen. Ich habe schon mal ein bisschen vorgearbeitet, kann man sagen, denn ich habe eine Strecke schon mal entworfen, also beziehungsweise eine Strecke gemacht und diese werden wir jetzt in diesem Lauf, in dieser Aufnahme noch so modifizieren, dass wenigstens noch ein bisschen was dabei gut aussieht. Deswegen starten wir es jetzt mal im erweiterten Modus, weil ich dann gleich sofort anfangen kann mit den Verschönerungen. Aber erstmal möchte ich euch die Strecke zeigen, indem ich sie fahre. Von vorne bitte. Danke. Also es ist eine recht lange Strecke. Ich habe insgesamt 1,59 ist jetzt die erste, wäre Gold. Und das werde ich jetzt auch versuchen, gleich beim ersten Versuch zu machen. Anstatt dass ich meinen Controller nehme, den ich extra dafür gerade angemacht habe, benutze ich jetzt gerade die Tastatur, also es funktioniert auch mit Tastatur. So sollte das jetzt noch nicht das Problem sein. Also die Strecke ist wirklich recht einfach gehalten. Man sieht das ja hier, es sind ja wirklich die meisten gerade Strecken, aber auch bei solchen Ecken hier, da ist das Problem, dass man kann überall sehr schnell aus der Bahn fliegen, weil eben die Begrenzungen zu hoch sind. Und da dem so ist, ist es natürlich auch, also man muss dann natürlich auch gucken, dass man nicht zu schnell ist, so wie ich jetzt eben gerade, und zu spät bremst und dann ins Driften kommt und eben dann nicht mehr genug Bremskraft aufbringen kann, beziehungsweise das Auto nicht mehr aufbringen kann, dass man nicht zu schnell ist und eben nicht über sein Ziel hinausschießt, kann man sagen. So, jetzt kommen wir in die nächste Ecke, die ein bisschen Feingefühl erfordert, denn hier ist genau das die Schwierigkeit. Habe ich es richtig wellenförmig gemacht. Ist aber auch im Nachhinein gewollt, denn es macht die ganze Sache noch mal ein bisschen schwieriger. Man kann hier nämlich nicht mit Vollspeed herfahren, weil dann wäre hier alles aber ganz schnell kaputt. Ich habe ein paar Schwierigkeiten eingebaut, die mir sehr passend kamen. Sowas wie das hier. Da muss man einfach versuchen, mit genug Geschwindigkeit dann auch richtig zu landen. Jetzt, das wird natürlich keine Bestzeit, das ist mir klar. Aber man muss dann eben versuchen, gut zu landen. Und Moment mal, habe ich da jetzt gerade was richtig gesehen? Jo, wo kommt das denn her? Das gehört hier nicht hin. Also, hier geht es dann weiter mit dem Checkpoint. Ich zeige jetzt natürlich nur noch ein bisschen was. Und hier muss man auch aufpassen, dass man nicht gegen die Laterne fährt und hier nicht zu weit fliegt. Es ist immer so eine Sache, da muss man schon aufpassen. Also die Strecke ist recht einfach gehalten und den Checkpoint muss ich nochmal anders setzen. Man hat gerade gesehen, der ist falsch rum. Und hier habe ich aber noch Glück gehabt. Sehr viel Glück sogar. Und der muss auch nochmal anders umgedreht werden. Warum habe ich hier einen gesetzt? Naja, egal. Auf jeden Fall ist die Strecke soweit ja schon mal fertig. Ich habe ja auch die Brücke, habe ich gleich mit eingebunden, die hier schon vom Anfang an war. Habe ich jetzt extra ein bisschen gebremst, also beziehungsweise vom Gas losgelassen. Ich glaube, der Checkpoint war auch falsch rum. Also an den Checkpoints muss ich nochmal gucken. Die ersten sind ja alle richtig und dann bei den nächsten muss man einfach gucken, dass die funktionieren. Und dann sind wir hier auch schon im Ziel. 2,9 habe ich jetzt gebraucht, das wäre Silber, okay. Also dann Freigabe teilen und wir gucken mal schnell nach den Checkpoints, denn die müssten alle. Soweit, das ist auch noch richtig. So, hier geht's durch, das ist richtig. Der hier ist falsch. Und das darf nicht sein. Jetzt muss ich mich erstmal gerade hier zurechtfinden, denn ich weiß nicht, wo ich hier gucken muss. Hier bin ich auf jeden Fall falsch. Okay. Damit kann man doch arbeiten. Dann setzt man eben mal so ein dahin, das ist ja egal. Okay, das passt einfach nicht da rein. Das passt jetzt nicht in die eigentliche Strecke hinein. Deswegen muss ich jetzt mal gucken, wo ich denn hier das Richtige finde. Ja, ich hätte mich vielleicht doch ein bisschen mehr damit befassen sollen. Aber das habe ich leider nicht gemacht. Denn ich wollte auch ein bisschen, dass ihr seht, dass ich das noch nicht im geringsten richtig auf 3 kriegen würde. Aber ich glaube, hier bin ich doch zum größten Teil richtig. Hier sieht es schon mal recht gut aus. So, Abzweigung. Hier geht es nach oben. Ah ja, da haben wir es doch.
So, der muss so gesetzt werden und dann können wir so eine gleich da. Na, da ist es doch. So, diese Ecke ist extra so gewollt, dass man ein bisschen noch aufpassen muss, wo man herfliegt. Der hier ist auch falsch gesetzt. Das sehen wir natürlich sofort. Wer sieht das denn nicht? So, ein bisschen gedreht. Und reingepackt. Der ist richtig gesetzt. Der hier ist auch wieder falsch gesetzt. Also bei den letzten habe ich ein bisschen Mist gebaut, aber das sollte ja nicht weiter stören. Da muss ich keine mehr hinsetzen, aber ich habe ja hier unten gesehen, hier habe ich aus Versehen eine Sache zu vielen gebaut und die mache ich jetzt weg. Zack, weg. So, dann gucken wir mal hier weiter. Also soweit so gut. Das ist ja soweit schon mal das, was man haben will. Und dann, was haben wir mit Hilfsmittel? Okay. Nein, das wollen wir jetzt nicht. Was haben wir hier? Skin des aktuellen Blocks ändern. Nein, brauchen wir auch nicht. Vorerst. So, dann können wir nämlich hier gucken. Wir haben ja noch Schiffe und allen möglichen Kram. Dass man hier noch ein bisschen was hinsetzt, so ins Wasser. So, dass man hier zum Beispiel über zwei drüber springt. Ach, sagen wir mal drei. Wir packen es jetzt mal ein bisschen voller, obwohl einer davon weg kann. Ein könnte man, oder? Ja, genau. So könnte man das auch einfach mal machen. Und ich glaube, sonst springt man, okay, hinten springt man nochmal über Wasser, aber ich glaube, das könnten wir anders überbrücken, damit es nicht überall gleich aussieht. Man könnte es mal ausprobieren. Oder? Was denkt ihr? Man kann es ja, obwohl, nee. Es passt auch außerdem gar nicht, nee, es passt da nicht hin. Das ist nicht das, was wir wollen. So, dann haben wir hier noch ein paar Gebilde und alles mögliche. Sowas wie das hier. Och, wie putzig. Ah, nein, das sollte schon, wenn, ganz auf dem Boden. Oder dann so eine ganze Ecke hierher ziehen. Ja, man kann natürlich noch viel schönere Sachen damit machen. Aber ich kann es nicht, um es genau zu sagen. Obwohl wir hiermit auch gut arbeiten könnten. Dieser Block muss in der Höhe angebracht werden. Ach so, wie hoch das dann im Endeffekt sein soll. Das sagt man doch mal lieber gleich. So, dann bauen wir hier nämlich überall mal ein bisschen Häuser hin. Okay, das ist okay. Was haben wir denn hier? Ah, haha. Das könnte man doch wunderbar hier hinpacken, oder? Oder wo muss das hin? Auf dem Boden? Nee. Muss es ja hin. Dieser Block muss einen klassischen Block ersetzen. Klassischer Block? Genau. In der Stelle. Okay, ich habe keinen Plan. Das ist nicht das, was ich will, aber gut. Wir lassen das mal weg. So, wir bauen mal flächendeckend ein paar große Häuser hin. Das muss ja nicht echt zu leer aussehen. Außerdem kann man ja mal ein paar Sachen dahin bauen. Das soll ja nicht perfekt sein. Es kann auch gar nicht perfekt werden, so wirklich. Denn perfekt bin ich noch lange nicht. Und besonders beim Editor, damit muss man sich wirklich länger beschäftigen, würde ich jetzt sagen. Das ist, glaube ich, ganz eindeutig. Ey, guck mal einen an. So, dass man hier zum Beispiel jetzt einfach mal in so ein Wohngebiet reinfährt. Einfach mal, bam, mitten rein. So, das hier habe ich jetzt einen zu weit gesetzt, um es ein bisschen symmetrischer zu machen. Gott, ich setze auf Symmetrie. Das gibt ja nicht. Oder ist das so korrekt? Nein, das musste... Oh, das war also vorhin richtig. Na gut, wie gesagt, ich bin nicht der Beste. Aber das kann ja alles noch kommen. So, genau, jetzt ist alles perfekt gesetzt. Jetzt fährt man da so rein. Und da geht schon mal nicht mehr. Die Strecke habt ihr jetzt gesehen. Die ist jetzt für mich noch leicht, die ist für mich jetzt leicht zu fahren. Weil ich mich jetzt auch schon daran gewöhnt habe. Aber wir können jetzt ja mal gucken, was wir hier noch alles für Schikanen reinbauen können. Das dürfte noch eine ganz lustige Sache werden. Denn, naja, es ist jetzt im Moment noch ein bisschen vielleicht zu einfach. Das ist auch vollkommen klar, denke ich mal. Haben wir eigentlich keine Musik hier? Nein, haben wir dann nicht. Das ist blöd.
Hierbei zum Beispiel haben wir hier Sachen. Nein. Hier haben wir noch eine Brücke. Das soll es auch nicht. Obwohl, was haben wir denn hier? Ach so, nee, das möchte ich auch nicht gerne haben. Also gerne nicht. Gerne nicht. Ich möchte es gerne nicht haben. Irgendwo ein Looping reinbauen. Das wäre natürlich noch eine Idee, gegen die bin ich gar nicht abgeneigt. Aber die Frage ist dann immer, wo? Vielleicht hier an der Ecke. Das wäre doch eine Sache. Dass man hier vielleicht eine Ecke hinbaut. Okay, also ich sehe schon, wie es gemacht werden muss. Also gut. So, vielleicht ein bisschen blöd, dass ich das gerade in der Luft gebaut habe. Denn dann ist es natürlich noch schwieriger einzuschätzen. Okay, das heißt also, man müsste erstmal hier alles wegreißen. Und dann. Okay, den kann ich nur so dahin bauen. Das ist nicht das, was ich will. Aber so ein Looping wäre eigentlich eine ganz geile Sache, würde ich sogar sagen. Da hätte ich auf jeden Fall nochmal Spaß mit. Dann muss ich nochmal gucken, wie ich das alles mache. Dann gehen wir nochmal zurück und gucken mal ein Looping. Das Looping können wir aber anscheinend nur hier machen. Das, wo ich einfach alles nicht so gebaut habe. Praktisch ist das nun nicht, aber gut. Dann würde man es jetzt nämlich eigentlich so bauen. Genau. Und dann würde ich mit diesen Sachen hier weiterbauen. Das ist genau so ist, ja. Dann muss ich aber gucken. Okay, was läuft hier gerade falsch? So, das heißt, wir müssten hier. Moment, da muss ich jetzt gerade mal kurz überlegen. Also, wir sind hier eins höher, als wir eigentlich sein sollten. Deswegen konnte ich auch gerade nichts hinsetzen. Das ist schon mal klar. So. Ja, das würde ich aber gerne so da hingesetzt haben, wenn das gehen würde. Danke. Das wollte ich aber. Das ist auch falsch. Denn das können wir so nicht benutzen. Wir brauchen einen Aufgang. Genau den hier. Den hier brauchen wir aber auch hier, würde ich mal glatt schätzen. Oder? 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 Oder auch nicht. Okay, das müsste man dann aber eigentlich so hinkriegen können. Was jetzt hier allerdings schwierig wird, dann in den Looping reinzukommen. Also muss ich mich hier mal ein bisschen drehen. Wie? Juhu, ich kann so die Blöcke entsetzen. Also wir müssen mal erstmal gucken, dass wir da reinkommen. Wenn wir erstmal so machen. Und das ein bisschen verbinden und ich dann vielleicht mal überlege, wie ich mich denn drehen könnte. Ach, wir sind hier auch außerdem viel zu hoch. Ah ne, jetzt nicht mehr. Ich habe nichts gesagt. Und hier müsste am besten, wenn wir schon in den Looping gehen, nein, das sollte da nicht hin. Das sollte da absolut nicht hin. Denn da sollte. Ach, wir können auch was ganz Schnelles machen. Juhu! Okay. Dann mache ich die hier mal weg. Und jetzt Ziel öffnen. Media Tracker. Okay. So, dann gucken wir jetzt hier mal nämlich. Wir können ja mal gerade fahren ab hier. Kann ich mal gucken, wie das Problem hier zu lösen wäre. Hier gehen wir jetzt mal. Okay, das ist eine blöde Idee gewesen. Das ist eine blöde Idee gewesen, habe ich gesagt. Und dann fahren wir einmal rum. Haben ein paar kleine Ruckler drin. Aber ich soll schon nicht weiter nicht stören. Fahren hier mal ein bisschen durch die Walachei und wissen, wir kommen nicht da an, wo wir hin wollen. Doch, hier kommen wir an. So, das heißt also, wir sind hier, dann geht's nach links. Jetzt nochmal nach links. Und wir haben so eine übelste Speed drauf, dass wir da so nicht reinkommen. Gut, das ist so ein
Ach, das ist so ein Element. Dann kann das ja nichts werden. Alter, es ist anscheinend... wie könnte man das am besten machen? Genau, so zwischendurch. Das ist die Idee. Wo man wirklich nur zwischendurch fliegt. Auf die Idee muss man ja auch erstmal kommen. Also das ist... Da muss ich mich aber... Das muss ich ja auch erstmal selbst schaffen. Das ist natürlich dann keine einfache Sache, wenn man extrem schnell ist. Kommt hier aber auch nicht rüber. Deswegen ist das eine Schwierigkeit, die dürfte schon all die ein oder anderen Nerven kosten, weil auch noch die Laterne im Weg ist. Das ist eine Schwierigkeit, die baue ich jetzt aber gerne ein, weil die Strecke sonst eindeutig zu einfach ist. Und, na, da haben wir's. Also man muss wirklich bremsen und gucken, wie man es macht. Wir haben jetzt gesehen, es funktioniert auf jeden Fall. Und hier wären wir im Ziel gewesen. Juhu! Also gut. Also das behalten wir so. Das sieht zwar unfertig aus, also ist es ja im eigentlichen Sinne auch, aber es birgt eben die Schwierigkeit, dass es auch geiler aussieht. Also es sieht zwar unfertig aus, aber man weiß, das ist schon soweit richtig. Das finde ich gut. Obwohl ich einfach diese Sachen vielleicht nicht so schnell machen sollte. Jetzt zum Beispiel irgendwie nur so einfaches oder zweifaches, whatever. Oder, nee, das ist freie Fahrt, ne? Das wäre jetzt Quatsch. Nee, nehmen wir einfach die normalen. Zack, zack, und fertig. So, das heißt, wir könnten wieder ab dem Anfang anfangen. Ab dem Anfang. So. Dann fahren wir die jetzt mal eine Runde und dann würde ich sagen, ist die sogar schon fertig, soweit. Ich will gar nicht mehr dran machen. Denn ich wüsste jetzt auch nicht wie, also nicht in dem Sinne, dass jetzt fahre ich nochmal vorne, dass man einfach gucken muss, wirklich, eigentlich ist die Strecke einfach, ich will sie jetzt auch nicht übermäßig schwer machen oder so designen, dass die übermäßig geil ist. Ich will einfach nur eine Strecke machen, die eigentlich nicht schwierig ist, aber auch dann durch die Länge fordert. Frame-Einbrüche. Die Frame-Einbrüche machen mich schon ganz kirre. Also, dass es einfach darum geht, die Strecke ist durch ihre Länge eben schwierig. Und durch einzelne Passagen, sowas wie das hier. Denn hier kann so viel passieren, dass sowas wie hier, da kann man schon mal quer stehen oder man kann sogar rausfliegen. Das ist das Problem bei der ganzen Sache. Denn wenn man zu schnell ist, dann fliegt man ganz schön weit. Wenn dem so ist, dann sage ich nur noch hasta la vista, baby. Hier kann es ein Vorteil sein. Ja. Oh Gott sei Dank, das hat es geschafft. Die Strecke würde ich also so schon als fertig betrachten. Die Ecke da hinten mit dem Looping, durch den Looping fliegen, das dürfte somit das Schwierigste sein, was an dieser Strecke dran ist. Oder das ist das Schwierigste, was an dieser Strecke ist. Und genau darauf möchte ich auch hinaus. Dann... Oh, ach scheiße, ich hätte nach links gemusst, oder? Ich hätte immer noch nach links gemusst, aber ich bin drin. Okay. Rückwärtsgang einlegen, Vorwärtsgang einlegen und weiter geht's. Also die Strecke ist eigentlich so jetzt nicht so viel verändert, aber sie ist eben noch ein bisschen schöner gestaltet. Hier an der Ecke ist es noch ein bisschen schöner. Ich kann vielleicht da oben bei der Passage noch gucken, ob ich da noch etwas schön hinbauen könnte. Aber das müssen wir ja mal sehen. So, hier bin ich jetzt sehr gut geflogen, würde ich sagen. So, und jetzt kommt die schwierige Ecke. Das ist fast gut gewesen. Man kann es ja jetzt zum... Ach, man kann es doch nicht so machen. Okay, also da muss ich mir noch was überlegen. Das ist vielleicht doch ein bisschen schwierig. Obwohl, da war ich jetzt eigentlich schon drinne. Also es ist möglich, im ersten Versuch würde ich sogar sagen. Ja, man muss wirklich wissen, wie man durchfahren muss. Beim ersten Mal, wenn man die Strecke fährt, ist natürlich... Es ist fies, dass es am Ende ist. Weil wenn man dann die Strecke hat, dann muss man eben am Ende nochmal... Das ist fies. Dass es am Ende ist, weil man dann am Anfang denkt, oh komm, das mache ich gerade mal in einem Durchlauf. Und dann denkt man sich, scheiße, warum ist das am Ende und warum muss ich die ganze Strecke dann nochmal spielen? Das ist das, was richtig fies ist. Und das ist vielleicht schon wieder so eine Sache, die finde ich gar nicht so schlecht. Weil man dann nicht denken soll, oh, der hat ja gar nichts drauf, das ist ja hier nix. Ist jetzt auch nichts weltbewegendes, aber die Ecke da unten finde ich eben einfach geil. Und
das ist jetzt eigentlich so schon so gesehen schon der finale Part. Ich weiß jetzt nicht gerade, wie lange ich aufnehme, aber soweit ich das jetzt beurteilen kann, ist das hier die letzte, also das ist auf jeden Fall die letzte Aufnahme. Vielleicht irgendwann nochmal eine Fun-Aufnahme mit irgendwem oder so, wenn es denn mal wen gibt, der mit mir zocken will. Und dann, ja, dann schaue ich gleich noch kurz, also dann schaue ich mich gleich noch an, mit euch natürlich. Okay, das war fast gut, das war fast gut. Das ist ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich gewesen jetzt. Das ist auch nicht so eine Sache. So eine, die Ecke da unten ist, sieht wieder unfertig aus, aber da ist es wirklich gewollt gewesen, dass es so ist, dass man wirklich denkt, scheiße, warum bin ich da jetzt hingeblieben? Warum hat er das so gemacht? Das ist ein Effekt, den ich auch gerne erziele. Ja, also ich fahre die Strecke jetzt nur noch einmal zu Ende. Also, nein! Mir ist die Zeit jetzt eigentlich egal. 2:26:28 ist eigentlich so jetzt ganz gut. Ich würde sogar sagen, das ist Zeit sogar echt akzeptabel dafür. Die Pros werden natürlich hier 2:36 gegolt, das werden die rocken wie sonst was. Und meine Zeit werden die auch rocken wie sonst was, weil die Strecke eben nicht diese Extremschwierigkeiten birgt. Und extreme gute Spieler werden erstmal gar nicht auf diese Karte aufmerksam, dadurch, dass es eben auch schon so eine einfache ist. Und ja, es ist egal. Es ist egal, so wie es ist, denn jetzt geht's einfach weiter. Einmal ins Ziel. Und aufpassen, dass man eben immer noch zu weit runterfliegt. Und das habe ich diesmal gut genommen. Da ist sogar nur noch 2:97 Rückstand. Das ist sogar nicht schlecht. Das ist sogar noch sehr gut. Der ist jetzt schon wieder gestiegen, das ist wieder blöd. Aber hier, wenn ich hier jetzt fliege. Und schon habe ich den wieder. Schon habe ich meinen eigenen Ghost wieder gefangen. Und jetzt muss es hier nur noch weitergehen ins Ziel. Vielleicht hole ich hier gerade sogar noch mal eine bessere Zeit raus. Wer weiß, es wäre jetzt nicht schlecht. Wenn ich jetzt hier beim ersten Mal durchkomme, dann wäre es natürlich was. Und das ist sogar durchgekommen, das ist sogar nicht schlecht. Das wird eine gute Zeit. Also das wird auf jeden Fall eine bessere Zeit. Yo, 22 Sekunden schneller. Man kann natürlich noch viel mehr raushauen, das ist mir vollkommen klar. Aber für mich ist die Strecke sozusagen jetzt schon beendet. Schön gemacht so. Also, was heißt schön gemacht? Ich finde sie einfach gut. Und deswegen speichere ich sie auch hierbei. Überschreiben, ganz genau. Challenge gespeichert. Und dann können wir rausgehen. Replay bearbeiten, sowas, solche Sachen. Muss nicht sein. Wagen lackieren, das kann ich vielleicht nochmal ganz kurz am Ende zeigen. Wagen lackieren, da kann man sich eben die Lackierung aussuchen, die man nehmen kann. Und ich habe eben überall wirklich schwarz genommen. Außer bei Stadium Car. Da war ich ja auf. Wertbach. Da war ich ja. War auf Deutschland. Oh Gottes Willen, ey. Ich weiß noch nicht mehr, was für eine Sache ich genommen hatte. So. Ich weiß gar nicht. Gibt's hier denn die Credits? Ist mir unbekannt. Wüsste ich jetzt nicht so richtig. Wirklich. Aber wir können uns ja mal angucken, was ich hier geschafft habe an der Weltrangliste und allem. Ich lasse die Sachen jetzt erstmal kurz so durchlaufen, weil ich will bei der Weltrangliste anfangen. Und wir sind 198.237. von 227.643 Spielern. In Kassel 641. von 738. Das ist jetzt nicht so gut. 3.579. von 4.105. Ich meine, ich bin jetzt auch so, ist jetzt eigentlich ganz gut geworden. Und 45.604. von 52.084 Spielern in Deutschland. So eine schöne Sache. Und dann hier ist natürlich dann eindeutig besser. Ich glaube, das ist auch Weltrangliste ihrer Skillpunkte. Ja, Skillpunkte habe ich ja nicht mal ein, weil ich ja nicht online zocke. Das heißt, wir müssten hier bei den Sachen reingucken. Genau, da müsste man hier bei die Sachen reingucken und da bin ich eigentlich ganz gut dabei, würde ich sagen. Es ist jetzt nicht das Schlimmste. Also, Profil, Credits, lassen wir so,
Okay, das sind die Credits, die kann man sogar noch schnell mal vorlegen. Vorlesen, Leitung Florent Castelnerac. Okay, lassen wir die jetzt die ganze Sache. Ihr könnt sie ja selbst sehen und sehen, dass es, ich denke mal, das meiste sind sogar französische Namen, würde ich jetzt mal gerade sagen, von Nardeo. Ich weiß nicht so viel über die Firma, deswegen weiß ich auch nicht, ob es wirklich jetzt alles aus dem französischen Bereich ist. Aber ich würde es mal ganz stark vermuten, durch den Namen. Und ja, hiermit verabschiede ich mich von diesem recht geilen Let's Play. Es gab Momente, da habe ich mich aufgeregt wie sonst was. Aber es war trotzdem eine geile Sache. Und bis zum nächsten Projekt. Ich habe es auf meinem Kanal, was das nächste Projekt ist. Also, viel Spaß noch. Bis zum nächsten Mal, zum neuen Projekt. Ciao, ich bedanke mich.